Ich schalte das Blaulicht ein, wir sind auf unserer ultimativen Einsatzfahrt und wir wählen jetzt einfach mal an, Spur gesperrt. Und jetzt klappt oben das ISG mit aus und das ASG und der zeigt halt an, Spur gesperrt. Und jetzt würde der Pfeil oben anzeigen, okay, bitte in diese Richtung ableiten. Meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal nicht um den Amarok, sondern es geht mal wieder um einen Streifwagen. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Wie ihr wisst, habe ich ja 3 von diesen Streifenwagen insgesamt umgebaut. Wir hatten diese Vorgängerversion B6 und sind jetzt auf B7 gegangen. Ist auch alles soweit fertig, aber der liebe Michael, der dieses Fahrzeug an die Filmproduktion vermietet, der ist immer sehr genau. Der hätte gerne, dass alle Autos hundertprozentig einheitlich sind und da hört es eigentlich schon auf. Dieses Auto ist aus Kiel. Wenn ihr diesen Beitrag noch nicht kennt, könnt ihr gerne mal gucken, wie wir dieses Auto abgeholt haben. Die Streifenwagen in NRW fahren dieses Bedienteil hier unten verbaut. Das heißt, die haben gar kein Radio. Hier unten sitzt der Bedienkopf fürs Blaulicht. Dann gibt es hier quasi Funk. So, und die Leute in Kiel haben sich gedacht, wir haben eine wundervolle Aufbaukonsole und haben hier oben halt dieses Blaulicht sitzen. Und da der Innenraum jetzt ein bisschen spezieller ist mit dieser Aufbaukonsole, habe ich mir gedacht, bauen wir daraus einfach einen Autobahnstreifenwagen, weil das ist die einzige Konsole, die wir haben von 3 Fahrzeugen. Das heißt, ein Fahrzeug wird zum Autobahn. Polizeifahrzeug. Der Unterschied zwischen Stadtpolizeifahrzeugen und Autobahnstreifenwagen liegt eigentlich nur in dem Aufbau hier oben drauf. Der bekommt einen Informationsgeber, der aufklappen kann, weil man natürlich auch den schnellfahrenden Verkehr eher warnen möchte. Das klappt mit dem Display auch, wenn ich das jetzt mal anschmeiße. Danger, Gefahr leuchtet da vorne. Es funktioniert, aber das Problem ist, wenn das Auto schnell unterwegs ist, auf der Autobahn sprechen wir von Geschwindigkeiten über 100 km/h, dann ist das da schon wieder so ein bisschen schwieriger, das schnell zu erkennen. Deswegen gibt es halt dieses ultimative aufstellbare Display, was damit gekoppelt wird, immer wenn dann halt entsprechende Texte angewählt werden. Und ich würde sagen, das bauen wir heute ein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber wir gehen in die Halle. Bis gleich. Kleiner Fun Fact für zwischendurch, Leute. Ich hole die Autos ja, wenn so ein Service ansteht, immer wieder in Köln ab. Die sind dann abgeklebt, aber trotzdem ist es so, dass auf Autobahn plötzlich jeder Verkehrsregeln kennt, jeder ordentlich blinken kann, jeder den Abstand einhält, jeder plötzlich angeschnallt ist. Nicht so wie ich gerade, aber ich bin ja zum Glück hier nur auf Privatgelände und muss rückwärts in die Garage reinrangieren. Ja, wirklich, wirklich interessant, aber trotzdem würde ich mir nie so ein Auto kaufen. Es gibt ja auch viele Zuschauer, die sagen, ich würde gerne so ein Polizeidesign fahren. Das ist ja auch grundsätzlich nicht verboten, aber es gibt halt immer nur Ärger. Und ich bin froh, dass ich damit halt nur beruflich zu tun habe und jetzt nicht privat auch noch so ein Auto bewege, um damit einen aufzumachen. So sieht das gute Stück aus. Das ist jetzt glücklicherweise schon Mittelteil, was ich hier noch liegen hatte. Aber dieses Mittelteil ist zu breit, weil es eine andere Balkenbreite ist. Das heißt, wir müssen das ein bisschen umfunktionieren. Ihr seht, es wird halt, wenn ich das jetzt hier hochhebe, mittels Schrauben an diesem Dachprofil befestigt. Auf der anderen Seite liegt jetzt falsch rum, da ist die Kabeldurchführung. Das heißt, es kommt theoretisch so rum da drauf. Das Kabel geht dann da rein und dann wird es halt hier oben nur noch fixiert und dann letztendlich mit dem Fahrzeug kann verbunden. Aber das wird noch ein bisschen komplizierter, da gucken wir gleich drüber. Jetzt ist es erstmal wichtiger, dass man dieses Gehäuseteil auf das andere Gehäuse kriegt. Schraube 1, Schraube 2. Und dann könnt ihr das Ding einfach abziehen, auf die Schrauben aufpassen. Krass, da ist ja schon eine Steuerelektronik drin. Der Balken stammt von einem Streifenwagen in NRW und ja, der hat bereits einen Wandler hier drin. Ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. CAN-Bus. Der Balken besteht aus komplett CAN-Bus. Hier kann man es eigentlich ganz schön sehen. Ich bin hier schon wieder mit meinem Vagus, der absolute Fachmann. Wir haben natürlich diverse Kabel, die hier in den Balken rumschwirren. Aber letztendlich, nach unten zu der Bedienung, geht nur noch CAN-Low, CAN-High, Plus und Minus. Plus und Minus, um das Bedienteil mit Strom zu versorgen und CAN-Low und CAN-High, um diese ganzen Funktionen vom Bedienteil oben zum Balken zu kriegen. Früher hat man es ja gemacht, habe ich schon 100 Mal gesagt, mit diversen 6000 Leitungen. Da sieht der Kabelstrang, der runter geht, schon fast so aus. Und um das halt ein bisschen zu umgehen, um die Leitungen auch durch die Reling vielleicht zu legen, bei manchen Fahrzeugen hat man sich gedacht, wir machen das alles über CAN-Bus. So, alles soweit, so gut. Funktioniert seit Jahrzehnten, ist super geil. Jetzt gibt es aber noch die absolute Steigerung, den absoluten Linbus. Und der Linbus ist, ich weiß nicht, ob das Kabel hier gerade liegt, das könnte das hier sein, das hier. Und da fällt euch auf, dass wir nur noch 3 Leitungen haben, weil der Linbus alles nur noch über eine Leitung managt. Das heißt, der kriegt noch Plus und Minus, um halt Spannung oben anzulegen, damit das Ding irgendwas anzeigen kann. Und dann hat dieser Linbus halt nur noch eine kleine, aber feine Leitung, worüber quasi Signale hochgeschickt werden und Signale wieder empfangen können, ob die Anlage funktioniert und so weiter und so fort. Relativ kompliziert, das jetzt wirklich im Detail zu erklären. Also ich habe da hinten zum Beispiel noch eine alte Topaz liegen. Da hätte ich jetzt diesen
CAN-Bus zu LIN-Bus Adapter rausgebaut und hier eingebaut. Aber glücklicherweise ist das Ding hier schon drin, deswegen könnte es eine schnelle Nummer sein. Ich würde sagen, ich bin total geil darauf, ob das Teil jetzt auch schon funktioniert oder noch programmiert werden muss. Deswegen hole ich jetzt das Teil und stecke das hier mal drauf und guck, was passiert. Wir legen das Ding jetzt einfach mal so hin, wie es liegen würde. Den stecken wir jetzt nur noch hier drauf. Und das war's schon. Jetzt geht Gefahr gerade an. Jetzt müsste das Ding eigentlich aufgefahren sein. Macht er aber nicht. Doch. Nee, macht er nicht. Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Muss halt wahrscheinlich programmiert werden. Das heißt, ja, wir bauen das Ding jetzt zusammen. Dann gibt es einen kleinen Break. Dann werde ich Montag, wir haben jetzt wieder Samstag. Das heißt, jetzt ist sowieso keiner da. Montag das Ding eben umprogrammieren lassen. Und dann gibt es nochmal eine GoPro-Aufnahme, wie das Ding hier hinten auf dem Dach steht und auf und zu klappt. Ja, so. Ich versuche die Bar beide nebeneinander zu legen. Dann seht ihr, dass das eine Ding auf jeden Fall kürzer ist. Wir haben jetzt, gut, wir können es so anlegen. Das ist also wesentlich kürzer. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir... Deckelprofil kann ich komplett auseinanderschrauben, dann nehmen wir das einfach als Schablone, legen wir drauf und bohren das durch. Ich kann das Ding schon abnehmen. Nummer 1. Jetzt haben wir unser Topprofil. Ihr seht, das Loch ist auch relativ groß, das brauchen wir hinterher nicht mehr. Das können wir viel kleiner machen, weil ja, es Anlagen gibt, diese Aufstelleinheiten, da ist oben der Steckverbinder, das heißt, hier wird man das abdichten oder ihr habt halt ein kleines Kabel dran, so wie da jetzt. Dann ist das auf jeden Fall da ein bisschen angenehmer zu machen. Ach, scheiße, die Bohrlöcher exakt übertragen, so wie die hier auch drauf zu sehen sind. Okay, also unsere Schienen sind, die brauchen wir und diese Bohrlöcher hier, die sind sogar, guck mal, die sind sogar mitlackiert. Also hat man die vorher da reingemacht und dann lackiert, dann ist auch egal. Ob man das jetzt einfach so drauflegt und ansetzt oder ob man jetzt die beiden Seitenwangen abschraubt. Kann man die abschrauben, ganz easy? Ja, theoretisch auch. Kann man die jetzt vorsichtig rausziehen, wobei das war auch schon so scheiße. Nein, das kriegt man nie wieder da rein, weil da so eine Wichsdichtung drin hängt. Okay. Ah, kacke, ey. Ihr könnt das jetzt wahrscheinlich in der Kamera nicht sehen, aber das ist total festgebacken hier. Das exakt ausloten, hinlegen, Löcher durchbohren und dann müsste eigentlich schon theoretisch passen. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass das doch so easy ist, die Nummer hier. Jetzt den ganzen Kram wieder zusammenschrauben. Profil passt jetzt soweit. Jetzt kommt wieder die ultimativ spannende Aufgabe, diese supergeilen Profile, die Scheiben, da einzusetzen. Das habe ich gehasst, das habe ich beim letzten Mal schon gehasst. Das werde ich jetzt auch hassen, höchstwahrscheinlich. Oder passt das jetzt plötzlich? Ging mir ein bisschen zu schnell jetzt hier, die Geschichte. Einführen, ich glaube, die geht auch wirklich einfacher rein jetzt, weil die, nee, geht die nicht. Okay. Verhurte Drecksprofile, ey, das ist so unglaublich scheiße. Ich versuche jetzt mal mein Glück und spanne das jetzt hier ein. Vielleicht klappt das besser. Okay, es ist drin, es ist drin. Lass ich das los? Ist okay, draufbauen. So. Man mag es kaum glauben, aber wir haben es fast geschafft. Jetzt stecken wir diese Hauben da wieder drauf, verschrauben die Hauben und dann setzen wir oben die LI schon mal drauf. Hier muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Jetzt einmal vorkloppen, drin das Ding, Schraube hier rein. Da wieder gucken, dass das alles passt. Hier unten ein bisschen anheben, Schraube rein. 1, 2. So, Leute, die Anlage ist wieder zugeschraubt und jetzt haben wir noch dieses wundervolle LI. Und dieses LI muss jetzt da oben festgesetzt werden, beziehungsweise muss dann da auch irgendwann mal ein bisschen Betylband rein. Betylband haben wir da drüben liegen. Ich leg das Ding jetzt mal schon mal hier drauf. Könnte man jetzt theoretisch auch mit einer Kabeldurchführung, mit so einer Glocke machen, aber was soll der Geiz? Wir nehmen jetzt einfach das super Betylband, schmieren das hier rein, legen das da drum, wenn das nicht dicht ist, ne? Weiß ich auch nicht. Die LI da drauf. LLLLI. Und jetzt Schräubchen rein. 1, 2, 3, 4. Ich beende an dieser Stelle das Video, klappe das Ding zu. Fahr nach Standby. Die werden das Ding einmal umprogrammieren und dann Montag kriegt ihr ein kurzes Video, wie hier eine GoPro steht und dann ihr das Ding komplett im Einsatz seht. Ich würde sagen, wir sehen uns später. Oh.
So, Leute, neuer Tag, neues Glück. Ich habe das Ding jetzt programmieren lassen, obwohl man es hätte gar nicht programmieren müssen, weil diese Breakout-Box bzw. dieser Wandler, der war da schon integriert, aber die LED war ganz einfach kaputt. Die ist nicht aufgefahren, weil die nicht mehr funktioniert hat. Deswegen haben wir jetzt eine Austausch-LED draufgebaut. Ist genau das gleiche System. Und jetzt würde ich sagen, ihr seht, da drüben hängt schon eine GoPro-Halterung. Ich habe in der Tasche eine kleine GoPro und würde jetzt einfach mal die Straße, hier ist so eine kleine Parallelstraße, deswegen habe ich das Auto jetzt auch komplett wieder abgeklebt. Aber damit ihr seht, so wie das funktioniert, würde ich sagen, einmal GoPro oben drauf und unten erkläre ich euch ein bisschen was zu diesem Ding. Es geht los. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich aufgrund der geileren Optik mal eben das Panzerband hier abmache. Sollte eigentlich funktionieren, um euch zu simulieren, wie letztendlich diese LI funktioniert. Ich schalte das Blaulicht ein, wir sind auf unserer ultimativen Einsatzfahrt und wir wählen jetzt einfach mal an Überbreite. Ne, ist auch nicht schlecht. Gefahr, Glätte. Spur gesperrt. Wir nehmen die F3 und jetzt klappt oben das ISG mit aus und das ASG und der zeigt halt an Spur gesperrt. Wenn wir jetzt noch eine Nummer geiler wären, dann können wir zum Beispiel auch sagen F3, wir halten hier an, kontrollieren ein Fahrzeug oder hier ist jetzt gerade diese Unfallsituation und jetzt würde der Pfeil oben anzeigen, okay, bitte in diese Richtung ableiten. Ihr seht, das Blaulicht ist auch eingeschaltet, das Blaulicht kann ich jetzt auch auf den Nachtmodus umstellen, das heißt jetzt gleich, genau, wenn die Taste blinkt, seht ihr, die Kennleuchten, die drehen sich jetzt. Und jetzt seht ihr das, was ich meine, ich glaube, auf meiner Kamera wird es sogar vollständig angezeigt, da unten haben wir das kleine Display, oben haben wir das größere. Im Grunde wirkt es jetzt fast so, als wäre das kleine Display ausreichend. Aber wenn ich weiter weggehe, dann ist natürlich dieses Aufklappdisplay wesentlich spannender als so ein Display da unten drin. Da hängt jetzt auch noch irgendwie die Dingens vor, die Antenne. Aber ja, das Ding knallt und kann definitiv mehr und ist schweineteuer. In diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich von euch mit diesem kleinen, aber feinen Video. Ich werde jetzt wieder das Panzerband da draufkleben. Und dann geht das Auto wieder zurück nach Köln zur Filmproduktion und dann können die damit ihre Einsätze fahren. Also ein absolutes, ultimatives Autobahnpolizeifahrzeug und ich bin echt begeistert, dass das so easy funktioniert hat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich habe alles ordentlich erklärt. Vielleicht habe ich jetzt auch was falsch erklärt. Ich bin ja kein Meister der Nation. Also lasst ein Like da, schreibt es unten rein und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es wieder heißt, hält ihr noch im Dunkeln oder mal wieder ein bisschen was über Einsatzfahrzeuge kommt. Ich weiß, in letzter Zeit kommen wenige Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge, weil halt ultimativ viel Streifenwagen ist. Aber wenn halt Streifenwagen bei mir stehen und ihr ein Video sehen wollt, dann gibt es halt erstmal nur Streifenwagen-Videos. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, aber boah, was ist denn jetzt so? Ist das Wetter, das spielt jetzt nicht mit. Wir sehen uns. Bis später. Ciao.